Hey, willkommen zurück. Heute möchte ich über den häufigsten Fehler sprechen, den Männer im Umgang mit Frauen machen, warum du ihn wahrscheinlich auch machst und wie du aufhören kannst, ihn in der Zukunft zu machen. Schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück. Heute mit dem Fehler, den die meisten Männer machen. Woher weiß ich das? Wovon rede ich überhaupt? Ich rede davon, dass ich in meinen Coachings, in meinen über 7 Jahren Erfahrung mit Männern, in meinen über 7 Jahren Erfahrung mit Frauen von meiner eigenen Seite aus immer wieder diesen Fehler gesehen habe und tatsächlich auch den selbst auch immer mal wieder gemacht habe. Also mir ist durchaus bewusst, dass das schnell passieren kann und deswegen finde ich es wichtig, in dem Video darauf hinzuweisen. Also, was ist dieser große Fehler, dieses große Manko, das viele Männer machen und das dir deinen Erfolg mit Frauen versauen kann? Wir sprechen hier oder ich spreche hier von Frauen auf ein Podest stellen. Und das hast du vielleicht schon mal gehört, wenn nicht, dann erkläre ich es dir kurz. Also Frauen auf ein Podest stellen, das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Stell dir vor, du hast deine Frau und die steht auf einem Podest vor dir, sie steht erhöht und du kniest vor ihr und sagst zu ihr, oh mein Gott, meine Göttin, bitte erhöre mich, schlafe mit mir und sei meine Freundin, ich tue alles für dich. So ungefähr sieht das aus, wenn Männer eine Frau auf ein Podest stellen, bedeutet einfach, du nimmst sie viel wichtiger, als sie ist und es sein sollte. Und das Problem, und deswegen verliert man dadurch die Frauen, durch dieses Podestproblem, sage ich mal, ist, dass in dem Moment, wo sie hier steht und du stehst hier, ist halt eine komplette Ungleichheit des Wertes. Also du hast das Gefühl, die Frau ist viel wertvoller als du und das führt dann zu solchen Gedanken wie, oh mein Gott, ich bin es überhaupt nicht wert, sie ist eigentlich viel zu hübsch für mich, sie könnte jeden haben, wieso nimmt sie mich, ich verstehe es gar nicht. Und die Frau denkt sich, okay, irgendwie, was ist denn los mit meinem Partner, was ist denn los mit dem Mann an meiner Seite, irgendwie habe ich das Gefühl, er hat das Gefühl, dass er mich gar nicht verdient hat oder dass er immer unterlegen ist. Also es ist eine ganz krasse Disbalance zwischen dem Wert. Du siehst deinen Wert sehr gering, siehst ihren Wert sehr hoch und sie muss sich halt fragen, okay, was habe ich denn eigentlich für einen Mann an meiner Seite, der seinen eigenen Wert so gering einschätzt? Und Frauen tendieren schon dazu, mit Männern zusammenzukommen, die im Wert ein bisschen über ihnen liegen. Ob es jetzt der soziale Wert ist, also im Sinne von, du bist jetzt als Beispiel, du bist jetzt Bürgermeister einer Stadt und sie ist Friseurin oder sie ist, sag ich mal, eine 4 vom Aussehen und du bist eine 7 oder was auch immer. Also kann auch sein, dass sie irgendwie Studentin ist und du bist der Professor. Frauen tendieren dazu, sich Männer auszusuchen, die irgendeiner Art und Weise über ihnen stehen, die etwas mehr Wert bieten können. Deswegen ist das so ein Problem. Deswegen zerstört das so zuverlässig all deine Beziehungen mit Frauen. Und viele Männer machen das ganz automatisch, ohne sich dessen bewusst zu sein, weil sie mal irgendwann gelernt haben, und das siehst du auch so ein bisschen in unserer Gesellschaft, sie haben also irgendwann gelernt, oh, Frauen sind sehr wertvoll, Frauen haben immer recht. Das siehst du ganz oft in Filmen oder kannst das vielleicht auch bei Leuten in deiner Umgebung beobachten, die solche Sätze fallen lassen wie, ah ja, sie hat immer recht. Oh, ich widerspreche gar nicht, sie wird es schon wissen. So, wenn Paare zusammen unterwegs sind oder auch in Filmen sieht man das oft, das sind immer so spaßhalber gesagt, aber es ist kein Spaß und auch wenn man das aus Spaß sagt, da steckt eine gewisse Wahrheit hinter, ne? Zum Beispiel, ah, wenn meine Frau das sagt, dann wird es schon passen. Ah, sie hat sowieso das letzte Wort. Wenn sie das so sagt, dann machen wir das auch so. All das sind solche Sachen und Beispiele von Männern, die Frauen auf ein Podest stellen und die dann gelernt haben, okay, Frauen sind sowieso die Entscheider. Und ja, Frauen können Entscheidungen treffen, aber Frauen wollen keine Entscheidungen treffen, unbedingt. Frauen wollen, dass sie einen Mann haben, der auch mal Entscheidungen treffen kann, der auch vielleicht den Hauptteil der Entscheidungen treffen kann, damit sie einfach weiblich sein können, damit sie sich einfach zurücklehnen können. Das ist gerade heute nochmal extremer mit den ganzen Frauen, die in Führungspositionen unterwegs sind oder in der Karriere unterwegs sind. Die wollen noch nicht den ganzen Tag irgendwie führen. Die wollen nicht den ganzen Tag in ihrer männlichen Seite sein, die wollen auch mal in ihre weibliche Seite. Aber wenn du die Frau auf so ein Podest stellst, dann nimmst du dir auch deine eigenen Handlungsmöglichkeiten. Dann sagst du auch, oh mein Gott, ich bin hier nur der Reagierende in dieser Beziehung. Ich bin hier gar nicht der Agierende, nicht der handelnde Mann, sondern einfach nur dem alles passiert. Meine Frau regelt das schon und nichts findet eine Frau abtörender als das. Und das Krasse ist, Frauen merken das schon vom ersten Moment an. Das heißt, wenn du keinen großen Erfolg beim Frauen ansprechen hast, dann solltest du dich erstmal fürs Online-Coaching eintragen. Kostenlos, erster Link in der Beschreibung. Aber wenn du keinen Erfolg bei Frauen hast, dann kann es schon daran liegen, dass Ansprechen schon nicht funktioniert, weil die Frau relativ früh mitkriegt, scheiße, der Typ stellt mich ja jetzt schon auf ein Podest, bevor ich ihn überhaupt kennengelernt habe. Und das passiert ganz oft. Das passiert, wenn Männer mit folgender Einstellung eine Frau ansprechen. Oh mein Gott, hoffentlich gefalle ich ihr. Ich gehe mit folgender Einstellung auf eine Frau zu. Oh mein Gott, hoffentlich gefällt sie mir. So, optisch gefällt sie mir auch. Das hätte ich sie jetzt nicht angesprochen, offensichtlich. Aber hoffentlich gefällt sie mir auch vom Charakter. Hoffentlich hat sie auch was. Hoffentlich ist sie auch interessant, spannend, ist neugierig, ist lebendig, hat eine gewisse Energie, hat eine gewisse Weiblichkeit. All das sind Dinge, die hoffe ich, dass die kommen. Ich mache mir keine Gedanken darüber. Hoffentlich mag sie mich.
Nein, ich denke mir, hoffentlich mag ich sie. Und so solltest du auf Frauen zugehen. Das sollte deine Einstellung gegenüber Frauen sein. Weil natürlich, die Frau guckt ja auch für sich selber. Die Frau guckt auch, oh, hoffentlich gefällt er mir. Deswegen solltest du auch gucken, hoffentlich gefällt sie mir. Damit ihr auf einer Ebene sein könnt. Und nicht, dass sie auf dem Podest stehst und du hier ganz unten. Und schau einfach mal in deine Beziehung mit Frauen, die du aktuell vielleicht hast oder die du auch in der Vergangenheit gehabt hast. Und schau mal die Beziehung, wo es nicht so glatt lief. Und guck mal, ob dieses Prinzip, dieses Konstrukt, was ich dir gerade mitgegeben habe, das Podestkonstrukt, irgendwo darauf anwendbar ist. Hast du das vielleicht mal in der Vergangenheit gemacht? Wie sah das genau aus? Wie hat das angefangen? Analysier das, überleg dir das, weil wenn du über deine vergangenen Beziehungen oder auch Begegnungen mit Frauen nachdenkst, dann kannst du feststellen, was du spezifisch machst, um in dieses Podestkonstrukt einzusteigen. Also wann das bei dir beginnt, was du dann genau machst. Und wenn du dir diese Sachen bewusst bist, kannst du sie das nächste Mal sein lassen. Das ist ganz wichtig. Sich über seine vergangenen Beziehungen oder Begegnungen mit Frauen Gedanken zu machen, ist eine ganz wichtige Sache. Das empfehle ich dir auch immer, dass du auch mal deine Gespräche mit Frauen aufnimmst und sie dir selbst anhörst, damit du ein Gefühl dafür kriegst, wie bist du denn überhaupt im Gespräch? Bist du vielleicht so ein Podestmensch? Und sicherlich sind 85-90% der Männer, die zu mir kommen ins Coaching, sind Podestmänner, so nenne ich sie jetzt mal. Deswegen stell die Frau nicht auf ein Podest, du musst auf gleicher Ebene mit ihr sein. Nicht sie hier und du da. Also optimalerweise hast du eine Frau, die sich wertvoll fühlt und du fühlst dich wertvoll. Und ihr seht euch gegenseitig als wertvoll an. Das ist gesund, so funktioniert das. Oft ist es auch so, dass, also es gibt es auch andersrum, dass eine Frau sich denkt, oh mein Gott, das ist dieser Gottmann, der ist so toll. Du stehst extrem über ihr. Und wenn du das schon mal hattest und ich hatte das schon mal, dann wirst du irgendwann feststellen, diese Frau langweilt dich irgendwann. Oder du denkst dir irgendwann, was ist denn los mit dieser Frau? Kann die nicht mal ein bisschen Selbstbewusstsein haben? Das kann doch nicht sein. Also glaub nicht, dass das eine Sache ist, die du unbedingt haben möchtest. Eine Frau, die dich nur anhimmelt und vollkommen abhängig von dir ist. Das willst du sicherlich nicht. Auch wenn manche Männer das vielleicht denken, weil sie sich denken, oh, dann ist es einfacher mit den Frauen. Nein, das willst du nicht. Das führt auf Dauer zu keiner gesunden Beziehung mit einer Frau. Mit gesunder Beziehung meine ich immer Folgendes. Du und sie, ihr habt Spaß in der Beziehung und ihr genießt die Beziehung. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass das hier das Ziel von allen Leuten ist, die diesen Channel gucken. Beziehung mit Frauen zu genießen und dass beide sie genießen. Und mit Beziehung meine ich nicht nur feste Beziehungen, sondern auch sexuelle Beziehung, kann auch eine offene Beziehung sein, können auch Affären sein. All das sind ja auch Beziehungen, nur eben keine feste Beziehung. Das heißt, darum geht es bei mir, dass beide Parteien einfach eine schöne Beziehung haben, dass sie glücklich sind in der Beziehung, dass sie was lernen in der Beziehung, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie vielleicht gemeinsame Ziele verfolgen, wenn es an Familiengründung und sowas geht. Und das funktioniert am besten, wenn beide Parteien Selbstbewusstsein haben, wenn beide Parteien ihren Wert sehen und nicht die andere Partei auf ein Podest stellen. Schön, dass du dabei warst zur Podest-Folge. Übermorgen sehen wir uns wieder. Unter mir abonnierst du den Channel. Nein, neben mir abonnierst du den Channel. Gott. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Die ersten Plätze für nächstes Jahr sind bereits offen. Hier unten rechts geht es zu einem weiteren Video. Ganz wichtige Informationen. Schau da unbedingt vorbei, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.